ich hatte während des Spiels immer, ich weiß nicht, ob es bei, es stand schon 5 oder 6-0, aber ich hatte Gänsehaut tatsächlich auf der Bank. Bei dieser Stimmung unfassbar, wie die Energiefans ihre Mannschaft unterstützt haben, trotz des klaren Ergebnisses. Man sieht, der Zusammenhalt ist groß und ich weiß trotzdem, dass die Liga natürlich zählt am Ende. Ich wünsche dem Verein nichts sehnlicher als den Aufstieg. Trotzdem weiß ich auch um die Schwere der Aufgabe und ja, ich verfolge echt, so gut es geht, wirklich jedes Spiel. Zumindest von den Ergebnissen her und bin da schon echt ganz ordentlich informiert. Und der Verein gehört in den bezahlten Fußball. Das hört man wahrscheinlich mal von allen Seiten, einfach auch mit der Kulisse, die hier ja, vor Ort ist. Ja, es war schön, heute mal wieder zurückzukehren. Am Ende freue ich mich natürlich auch in erster Linie über den Sieg für uns. Am Ende war es schon sehr, sehr deutlich. Vielleicht mal ein oder zwei Tore zu viel, das tat dann auch schon ein bisschen weh, auch weil sag mal, ich als Paderborner, es war dann vielleicht ein, zwei Tore zu viel und trotzdem war es für uns ein wichtiger Sieg. Und ab jetzt drücke ich Energie natürlich wieder die Daumen. Ich schreibe das noch mal ganz kurz, die Choreo am Anfang, 12.000 Leute hier, das ist auch, glaube ich, für euch jetzt nicht das Standard, die Standardatmosphäre, diese Lokalatmosphäre von heute. Beschreib mal die ersten Minuten, wie du das wahrgenommen hast im Alpenbusse. Ja, es war total cool. Also, du bist als Gästemannschaft, weißt du, was auf dich zukommt irgendwo. Trotzdem schüchtert dich das irgendwo ein. Ich habe die Jungs tatsächlich auch im Vorhinein, es hat noch keiner von den Jungs vorher gespielt und ich habe versucht, sie abzuholen und einzubinden und zu sagen, hier kommt was Großes auf euch zu, auch von den Fans und ein Stück weit auch irgendwo Feindschaft, was ja ganz normal ist. Das ist ja immer ein Trumpf auch des Vereins, versuchen den Gegner irgendwo einzuschüchtern. Diese Chore da mit Attacke und sensationell, was der Verein und die Fans hier einfach auf die Beine stellen. Und es war ein absolut würdiger Run mit einem natürlich enttäuschenden Ergebnis am Ende für Energie. Jetzt noch mal kurz die Einordnung, was bedeutet Energie Cottbus für dich? Was hat es in deiner Karriere bedeutet? Du hattest danach noch ein paar schöne Stationen, aber welchen Stellenwert hat der FCE für dich persönlich? Ich habe es jetzt auch unter der Woche schon gesagt. Also für mich persönlich war Energie Cottbus sicherlich wahrscheinlich die wichtigste Station meiner Karriere, weil es für mich der erste Schritt war in den Profifußball. Ich war zwar in Dortmund immer Teil auch der Profimannschaft, der ersten Mannschaft, aber ich war immer so ein Springer zwischen erster und zweiter Mannschaft. Ich war irgendwo ein vollwertiges Mitglied, aber ein richtiges Mitglied im Zweitligakader bin ich dann erst hier geworden und deswegen war diese Station auch irgendwo weit weg von zu Hause enorm wichtig und hier bin ich absolut als Spieler gereift und das habe ich jetzt schon mehrfach betont, deswegen wird Energie Cottbus für mich immer einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben und ich komme immer wieder gerne hier zurück und diese Resonanz, die ich persönlich jetzt heute bekommen habe, die kann man ja nicht erwarten oder ich weiß, dass ich glaube ich eine ganz ordentliche Zeit hier hatte. 3 Jahre zweite Liga, wir haben jetzt auch nichts gewonnen am Ende des Tages und trotzdem wird der Fußball, den ich damals irgendwo gezeigt habe, noch heute honoriert. Die Resonanz für mich persönlich war ja, Gänsehaut, ne? Also auch das wieder, also es ist schon was ganz, ganz Besonderes und ich wusste, dass es ein besonderer Verein für mich immer war und ist und das hat sich dann heute auch wieder so mit dem Wiederkommen gezeigt. Also ganz ordentlich.